Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab Simulator. Unser Ziel für heute: Geld verdienen, Level aufsteigen, dass wir auch mehr kriegen für unser gekochtes Essen und vielleicht das ein oder andere Rezept mit freischalten. Das ist so der Plan für heute, weil wir müssen ja erstmal ganz langsam uns nach oben arbeiten. Ich guck mal eben nach, was im Kühlschrank noch drin ist. Ja, nicht mehr viel. Die Hühnerkeulen sind noch einmal da. Aber da muss ich auf jeden Fall erstmal zum Metzger und mir neue Sachen holen. Wir nehmen einfach nochmal so ein Ribeye und nehmen uns 4 Hühnerkeulen. Damit wir dann gut anfangen können. Weil ich werde jetzt diesmal ein bisschen besser die Sachen vorbereiten. Dass ich jetzt eins hier drin habe auf jeden Fall, bevor wieder einer Hühnerkeulen will und ich habe dann keine mehr. Wobei mir das eigentlich Wurst sein kann. Wir nehmen mal 5 Tomaten noch mit. Und 5 mal Kartoffeln. Petersilie ist an sich noch da. Weil ich glaube, es macht keinen Sinn, ob ich jetzt einen extra noch eins koche für jemanden. Aber ich habe mal lieber noch was da in Reserve. Fleisch rein. Hühnerkeulen ein bisschen rein. Noch mehr Tomaten. Kartoffeln noch mit rein. Zack. So. Ich brauche auf jeden Fall noch was zum Anzünden und Olivenöl. Gehe ich nochmal kurz zum Supermarkt rüber. So, wir nehmen davon 2. Davon 2. Davon 1. Ich weiß nicht, ob Ketchup und Mayonnaise alle wird, aber das werden wir dann herausfinden. Jedenfalls mache ich jetzt mal ein bisschen mehr, dass ich immer noch so eins auf Reserve habe. So, das stelle ich wieder hier an die Seite. Da mache ich einfach mal 2, sollten ja vollkommen ausreichen für einen Tag, würde ich behaupten. Vielleicht kann ich auch beide gleichzeitig in die Fritteuse hauen. So, ich nehme erstmal ein paar Teller raus. Ja, so ein bisschen verteilen. Dann Fritteuse an. Und dann kann ich die Pommes hier reinlegen. Zack. Sehr gut. Wenn die schon mal fertig, dann kann ich hier schon mal den Ketchup drauf machen und die Mayonnaise. Und dann kann ich eins in den Kühlschrank stellen und das andere, das hebe ich hier auf. So, Nummer 1. Muss ich das wieder drauf packen auf die Speisekarte? Ja. So, das sind die Pommes. Sehr gut. Und die anderen packe ich in den Kühlschrank. So, das kann wieder rein. Das kann wieder rein, habe ich gesagt. So. Wir können übrigens im Inventar haben wir diese Ostereierkörbe. Die kann ich wohl hier so hinstellen als Deko. Weiß ich jetzt nicht. Einfach so. Und dann packe ich die Eier wohl da rein. Und dann sieht das wohl schick aus. Aber sieht nicht schick aus. Da ist nichts drin. Das heißt, erstmal den Grill anschmeißen. So, Salz. 1, 2, 3. Und dann können wir auch schon loslegen. Kommen die Tomaten? Schaffe ich die noch drauf? Naja, mehr oder weniger. Dann halt einfach hier rein. Dann kommen die halt einfach da rein. Dann haben wir schon mal das gegrillte Fleisch fertig. Ja, ist jetzt nicht so wild. Dann hau ich die Hähnchenschenkel drauf mit den Tomaten. Zack. Das sieht gut aus. So, das heißt, ich habe hier
in der Reserve auf jeden Fall von jedem noch mal eins da. Tür zu. Und dann kann ich theoretisch einfach schon anfangen und hier den Laden aufmachen. Kommt rein, kommt rein. Alles ist wieder da. Ja, schön gegrilltes Fleisch. Nimmst du die Pommes? Ne, die Hähnchenschenkel, aber er nimmt dann die Pommes. Da wird es aber ganz schön knapp mit Tellern. Da muss ich auf jeden Fall der neue Teller holen noch. Beziehungsweise ich muss hier sofort abwaschen. Ist einer noch in Reserve. So, Geld nehme ich mit. Dankeschön. Ich habe den Teller unterwegs verloren. Da ist er. Ja, ich brauche... Jawohl, Level 3. Ich brauche auf jeden Fall mehr Teller. Weil die 10 sind dann wirklich wenig, wenn ich hier noch was in Reserve habe. Achso, ich sollte auch mal eine Mikrowelle holen. Weil da kann ich die Sachen dann wieder warm machen. Wenn die Leute dann wieder die Produkte haben wollen, die jetzt ausverkauft sind, kann ich die vom Kühlschrank dann da wieder warm machen. Da, Hähnchenschenkel alle. Hast du Hähnchenschenkel? Nee. Hähnchenschenkel. Ja. So, kann man wieder warm machen. Ja, komm, das geht so. Hühnerbeine. Ja, soll's. Da fehlt ein Hühnerbein. Das ist runtergefallen. Na gut. Dann gibt es halt eins weniger. So, jetzt haben wir erstmal alles sauber. Das bedeutet, wir können den Tag für heute beenden. Und erstmal ins Bett. Neuer Tag. Neues Rezept freigeschalten. Zeig mal her. Hähnchenbrust. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei den altbewährten. Und leveln die ein bisschen hoch. So, ich würde einfach die Pommes hier nehmen. Mach die hier rein und mach mal an. Und warte einfach mal und guck, was passiert. Da könnte ich die eine Hühnerkeule eigentlich auch wegschmeißen. Hup. So, wir brauchen auf jeden Fall neue Teller, deswegen werde ich jetzt ein paar Teller holen. So, wir holen noch einen zweiten Tellerschrank. Damit wir jetzt mehr Teller zur Verfügung haben, auf jeden Fall. Dann kann ich schon mal neue Pommes machen. Mache ich auch einfach zwei, weil das bietet sich an. Doppelte. Nein, behalte das Messer. Doppelte Pommes. Pommes rein. Zack. Schon mal Kohle reinmachen. Und haben schon mal die Pommes fertig. Einmal Pommes in die Reserve. Dann mache ich jetzt hier das Fleisch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Holen wir uns einen Teller raus. Petersilie schon mal drauf. Und eine Tomate. Die Tomate wird zuerst fertig. Die schnappe ich mir. Zack. Fleisch drauf. Und weg. Gegrilltes Fleisch. Sehr gut. Hühnerbeine drauf. Tomaten. Und fertig. Sehr gut.
Es waren fast überall 100%. Warum habe ich nur 2,9? Ja, dann mache ich noch eine Ladung über Beine. So zur Sicherheit. Wir machen auf. Sind genug Teller da? Essen ist auch überall da. Jetzt kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Geld nehme ich mit. Dann räume ich schon mal auf, damit hier gar nicht so großartig Stau entsteht und ich immer genug Teller habe. Doch wenn wir jetzt ein paar mehr haben, man weiß ja nie. Zack. Geld her. Man kann wohl auch dann schon diesen einen Typen einladen. Von der Gourmetbehörde. War ja klar. Das war ja klar. Aber es gab nicht mal 4 Abzug. Es hat trotzdem eine 2,9, obwohl das kaltes Essen ist. So, müssen wir mal ein bisschen Dreck wegmachen. Oh, was ist das? Hat jemand seine Kacke hingelegt? Ich muss immer Hühnerbeine kaufen, so viele. Ab ins Bett. Sehr gut. Tomatensuppe. Ich glaube, ich mache noch einen Tag mit dem weiter, was ich habe. Und dann mache ich mal neue Gerichte. Ich nehme erstmal gleich die Hühnerbeine mit. Das heißt, die Pommes packe ich hier wieder rein. Zack. Aber erstmal brauche ich neue Holzkohle und neuen Anzünder. Wir zünden erstmal den Grill an. Hühnerbeine drauf. Tomate drauf. Ich weiß nicht, wo das Hühnerbein hin ist. An die Seite gefallen. Hühnerbeine servieren. Ja, nicht schlecht. Hat aber nur 2,7 bekommen. Die kommen im Kühlschrank. Und dann kann ich jetzt noch einmal den Grillteller machen. So, gegrilltes Fleisch. Ah, sieht doch sehr gut aus. Aber ist wahrscheinlich auf einen Stern begrenzt. Pommes sind heiß. Perfekt. Jetzt habe ich von jedem noch einmal da. Da können wir auch aufmachen. Und ab morgen dann die neuen Sachen. Aber wir wollen natürlich erstmal das verbrauchen, was da ist. Jawohl, Pommes. Das ist immer gut. Noch die beste Bewertung, ne? Mit 3,0. Dabei sind die nur aufgewärmt. Wenn so ein Konzept wirklich funktionieren würde, aufgewärmtes Essen den Leuten zu bringen, so 5-Minuten-Terrine oder sowas, und dann als Gourmet-Essen verkaufen, das wäre krass. Das Geld kommt langsam, wir haben schon 5000. Machen zwar relativ langsam Fortschritte, aber so ist das am Anfang. Wir müssen erstmal bekannt werden in der Stadt. Als Luxusrestaurant. Außerdem wollen wir noch Döner haben. Dönerladen ohne Döner ist doch Müll. Der hat eine Ruhekeule. Hier ist... Hä? Warum hat er eine Ruhekeule? Verstehe ich nicht. Wir haben die besten Produkte zum besten Preis nur dreimal aufgewärmt. Pommes sind, glaube ich, wirklich dreimal aufgewärmt, weil ich das die ganze Zeit probiert habe. Hühnerbeine sind jetzt auch alle. Tag vorbei, sehr gut. Und ich musste nicht mal was auffüllen. Das heißt natürlich, wir haben jetzt noch das ganze Essen übrig, was ich extra gemacht habe. Das können wir vielleicht noch verbrauchen für den nächsten Tag. Und wenn es alle ist, hört es halt auf, ne? Laden zu, ab ins Bett. Das soll es erstmal für heute gewesen sein. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr Döner-Simulator sehen wollt. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.